Recht herzlich willkommen zur 6. Folge von This War of Mine. So, wir waren letztes Mal plündern, da wo wir dann noch einen Schlüssel brauchen. Wir haben jetzt Tag 6, wir kommen zurück und müssen schauen, was wir machen. Die Nacht war gut, wollen wir hoffen, dass nicht ausgeplündert worden ist hier. Katja, war auch da so. Ja, die Nacht war ruhig, passt, alles prima. Gut, dann müssen wir zusehen, dass wir hier weiterkommen. Und zwar werden wir so machen, sie ist sehr hungrig. Das heißt, wir müssen erstmal was zu essen herstellen. Was denkt Bruno? Eins war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorsteht. Ja, das ist so, ne? Bruno muss noch Essen machen. Geh mal dahin, Bruno, und mach das. So, leicht krank, aber... Geh nochmal hier. Der ist sehr müde. Der denkt aber auch was, der Pavel. Ich wünsche, ich könnte Katja helfen, sie sieht so hungrig aus. Ja, das brauchst du nicht, das macht Bruno ja schon. Und du gehst ins Bett. Hungrig, zufrieden und sehr müde. Bruno kocht jetzt erst. Katja kann in der Zeit, wo der Bruno kocht, noch da die Filter machen. Das sieht auch ganz gut aus. Ich glaube, nee, können wir nicht. Okay, dann machen wir nur zwei erstmal. Okay. Was sagt eigentlich unser Buch hier? Okay, die macht es depressiv und wir wollen es ein bisschen aufhübschen. Mal ein Stuhl, ein Bett. Ah, schwer auf dem Boden zu schlafen, haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch können wir da helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Einige Löcher in unseren Wänden werden mit Brettern zugenagelt, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Gut. So, Bruno, was macht Bruno? Ist leicht krank und hungrig. Bruno isst dann erstmal was. Wenn er wieder gesund werden könnte. Tabletten sind da. Ah, dann kriegt Bruno jetzt diese Tabletten. Schüttelfrost, ja. Ist jetzt auf Medikamente dann. Okay. Dann gehen wir da runter, Bruno. Aber nee, gehen wir da hin, nicht da unten hin. Gucken wir mal, ob wir vielleicht ein zweites Bett hinkriegen, oder? Nee, schaffen wir noch nicht mal so ein Shit. Uns fehlt dafür Holz. Was sollten wir noch bauen? Wir haben das mit dem Wasser. Wir haben auch hier Fleisch. Wir haben allerdings relativ viel Fleisch zurzeit. Gucken wir erstmal, ob wir hier was machen können. Können wir, und da brauchen wir einen Dietrich, den sollten wir vielleicht auch machen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir einen noch im Inventar hatten, könnte natürlich auch sein, ne? Und sogar zwei, naja. Halb so wild, können wir mit leben, denke ich. So, sie ist sehr hungrig, sollte schon mal was essen gehen. Vielleicht krank auf Medikamente. So ein Bett kriegen wir nicht hin, ne? So, was ist noch hier irgendwo zu tun? Hier ist gerade nichts zu tun, ne? Können wir uns... Nein, wir müssen das erst upgraden, bevor wir weitere Sachen bauen können. Da sollten wir mal gucken, ob wir das machen können. Aber das ist auch nicht. 8 Teile hier. Und Holz ohne Ende. Das heißt, wir müssen nächstes Mal unbedingt Holz besorgen. Ne? Bruno kann da noch was essen gehen. Und...
zufrieden und sie ist sehr müde. Das heißt, sie geht schon mal runter. Und so, sie geht runter. Dann brauche ich Bruno nochmal. Der macht da Fleisch wieder rein. Damit die Falle auch funktioniert. Und dann kann Bruno denn noch was herstellen? Ich glaube nicht, oder? Das ging, glaube ich, nicht. Wasser haben wir noch, das würde... Ja, aber zwei gehen nicht und da fehlt es am Gemüse. Okay. Gemüse. Können wir hier noch was bauen? Bruno ist nur leicht krank. Der schläft nachts. Wie sieht's hier aus? Fabel ist... Ja, ist müde, ne? Wir können eine zweite Falle bauen. Wir könnten einen Filter bauen. Wir brauchen Gemüse. Ja, da könnte man Gemüse anbauen, aber da fehlen uns wieder die Sachen. Kräutermedizin. Da ist Destillateur. Ofen brauchen wir nicht, Stuhl. Ja, das Bett ist das Entscheidende erstmal eigentlich. Wir brauchen noch Holz. Filter stellen wir jetzt erstmal her. So. Ich nehme ihn da aus dem Bett raus und lasse sie schlafen, weil sie ist sehr müde. Das funktioniert sonst nachher gar nichts mehr. Und... Sie geht, er geht mal dahin. Hier haben wir schon zu. Da oben müssen wir noch zumachen. Bruno ist leicht krank, ist aber auf Medikamenten. Hungrig, zufrieden und müde. So, den Filter können wir, glaube ich, einsetzen. Ja. Bruno setzt sich mal auf den Stuhl. Sich etwas ausruht. Und was machen wir hier mit? Keine Ahnung. Können wir noch irgendwas basteln, bauen? Gucken wir erstmal hier gerade rein. Ja, wir hätten eine Waffe. Ein Messer. Haben wir überhaupt eine Waffe? Ein Sägeblatt haben wir. Und ein Messer haben wir auch, okay. Wir haben drei Filter mittlerweile. Zweimal Feuerholz. Aber Holz fehlt uns insgesamt noch. Okay. Und guck da noch schnell rein. Ja, wir können was bauen, aber was? Der Sessel wäre bequem. Dann verlieren wir aber alles andere da. Sollten wir das Radio nehmen? Ich glaube, wir kümmern uns erstmal... Obwohl, das bringt auch wieder... mit dem Holz die Probleme, ne? Fleisch haben wir momentan genug. Was kostet das Upgrade? Zu viel. Ist nicht einfach. Können wir noch was erledigen? Ich glaube nicht, oder? Ja, da kommt die Nacht. Sie ist immer noch sehr müde. Und Pavel ist nur müde. Ich glaube, wir werden Pavel diesmal mit Plündern gehen. Der ist auch ein schneller Läufer. Sie kann gut falschen, ist klar. Bruno ist guter Koch. Das heißt, sie schläft im Bett, er steht wache. Weil er ist ja auch ausgeschlafen, er ist allerdings krank, was ja nicht so ganz so schön ist. Ich glaube, wir gehen nochmal hier hin, oder? Ah, da sind vor Dingens. Wir brauchen erstmal Holz. Ja.
Kabel ist der richtige und wir brauchten einen Dietrich. Aber Verbände oder sowas haben wir da auch nicht. Die könnten wir da tauschen. Könnten das... Nein, das ist... Lass es so, wir plündern einfach nur so. Nimm den Dietrich mit und gucken uns an, was da unten zu finden ist. Okay, auf geht's. Ich denke, er kommt hier immer die Tür raus, oder? Nein, habe ich leider nicht. Na komm, die lassen... Na, lassen nehmen sie erstmal mit. Ja, Holz, 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 wir brauchen Holz. So, entscheiden tun wir dann später noch. Hier ist, glaube ich, das gleiche wieder eben. Haben wir da schon durch die Tür geguckt? Weiß ich gar nicht mehr. Hm, da geht dann nichts mehr. Ich glaube, da haben wir durchgeguckt und sind dann da runtergesprungen oder wie war das? So. Dann gucken wir erstmal da durch, ob da nicht einer drin ist. Das könnte ja auch noch sein. Da ist niemand und dann machen wir hier mal auf. Er muss sich etwas ausruhen, ist glaube ich ins Bett gegangen. So, und das ist alles jetzt Privatbesitz. Das nehme ich auf jeden Fall. Was lasse ich hier? Das Zahnrad? Was ist da hinten denn? Ein Sägeblatt. Geht nicht mehr. Ach, die Konserven sind vielleicht auch nicht schlecht, ne? Die brauchen wir nicht kochen, die sind sofort fertig, ne? Was haben wir hier noch? Eigentlich nichts Wichtiges erstmal. Haben wir da noch was drin, was wir gebrauchen können? Ja, Wasser, Zucker, brauchen wir alles nicht. Ja, wir haben was zu essen, wir haben Gemüse. Ich glaube, eigentlich ist es das. Hier hat man schon reingeguckt, ne? Da können wir die noch mitnehmen und dann sind wir schon voll. Dann gehen wir da einen weiter und machen mal die Tür zu. Gucken gerade hier noch. Ich glaube, da war nur Baumaterial, oder? So, das ist alles voll. Das ist alles voll. Ich glaube, hier war auch nichts anderes mehr, oder? Da war auch Baumaterial, meine ich. Ja. Dann denke ich mal, gehen wir hinten wieder raus. Hier sind auch noch Baumaterialien meines Erachtens. Wir gucken lieber nochmal nach. Wir haben ja die Zeit noch. Ne, guck mal, hier war sogar Kompost und Tabak.
Dann gucken wir lieber auch noch mal in das Auto. Ja, hier waren die Bretter. Wenn schon, dann machen wir es gerade richtig. Nochmal Tabak. Geht nix. Jetzt gehen wir da mal schneller vor. Ja, alles erledigt. Wir können hier nochmal hingehen. Würde ich sagen, ne? Gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.